Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Ich wollte schon wieder Pokémon Minecraft sagen. Pokémon Soul Silver Randomized Wedlock Challenge. Im letzten Part haben wir ein paar Pokémon gefangen und ihr seht auch schon, wir haben einen Beavor. Und ich habe, wie versprochen, nach der Aufnahme trainiert. Ich habe alle auf Level 13 trainiert. Ja, auch Poseidon und Minerva. Nein, Artemis und Minerva. Kurz durchgehen. Beavor hat sich ja wie gesagt entwickelt, es hat Zertrümmerer per TM gelernt oder VM gelernt und Energiefokus so, also es hat nicht wirklich die Angriffe. Vulcanus hat auch nichts gelernt, glaube ich. Doch, es hat Glut gelernt, Glut hat es gelernt und den Zertrümmerer hat es schon genommen. Artemis hatte den Funkensprung, glaube ich, schon. Poseidon hat auch nichts gelernt. Minerva hat auch nichts gelernt und Saturn hat auch nichts gelernt. Die meisten sind also einfach nur Level abgestiegen. Und jetzt gehen wir weiter im Einheitstunnel. Und erforschen den zu Ende und machen uns weiter auf den Weg Richtung Zweiter Orden. Außer natürlich, ich werde von einem wilden Pokémon angesprungen. Yeeze. Ich habe zur Info, ich habe gestern die letzten drei Parts aufgenommen und nehme heute die nächsten zwei auf, damit ich wieder für die komplett nächste Woche aufgenommen habe. Also gestern war Samstag, heute ist Sonntag, der 30. Der 30. und gestern war der 29. Also ich habe es direkt aufgenommen. Ich nehme jetzt für die nächste Woche auf, da ich nicht weiß, ob ich nächste Woche zum Aufnehmen kommen werde. Hochladen werde ich das alles heute Nacht noch. Es muss, Magpie ist natürlich wieder sehr gut für meine Nyx. Vulcanus. Hochladen werde ich es dann. Ja, heute Nacht. Also von Sonntag auf Montag die Nacht. Entschuldigung, ich wollte mein Mikro nicht schlagen, doch wollte ich eigentlich schon, aber ist egal. Und Vulcanius ist vergiftet, das ist natürlich sehr gut, deswegen kratzen wir es einfach. Mach, ja, guten Schaden, macht sehr guten Schaden. Und Silberblick. Ich muss sagen, mir ist aufgefallen beim Training, wenn man es so sieht, Vulcanius von der Seite sieht so hässlich aus. Von der Seitenansicht. Magpie ist down. Und ich muss sagen, Vulcanus ist so schnell gelevelt. Und noch ein Glumanda. Fight. Fight gegen Glumanda, gegen Glumanda. Aber meins ist 7 Level über dir. Du hast nur Heulang. Oh. Noch 2 Schläge, Leute. Jesus. Das Gift macht mich ganz langsam tot. Oder Crit? Nein, schade. Es klingt immer so komisch, wenn man nur auf einem Ohr das Geräusch hört, weil das einfach so eingestellt ist. Wenn man es mit Kopfhörern spielt, ist es so, dass man alles, was beim Gegner passiert, nur auf dem rechten Ohr hört und alles, was bei einem selbst passiert, auf dem linken Ohr. Und das ist so verstörend, wenn man den Heuler nur rechts hört und links einfach nichts hört. Links ganz normal die Musik, das ist so... Aua, weh. Aber naja, nicht meckern. Ich habe mich... Nein, nicht Trank. Ich wollte nicht den Trank benutzen. Ich wollte das Gegengift benutzen. Auf Vulcanus. Aber wir können auch einen Trank benutzen, denn er hat nicht gerade wirklich die vielen KP, die ich sehen möchte. Aber wir lassen Beaver weiter vorne, denn es muss ja noch Beavers großer Augenblick kommen. Elixier. Boah. Kann man mal lassen. Da hinten müsste auch noch ein Item sein, oder? Ja. Und ein wildes Pokémon. Wer beehrt mich heute mal wieder? Ein Caputo. Genau, Caputo habe ich auch gesehen. Habe ich hier auch trainiert ein bisschen. Haben wir so ein Part auch gesehen, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wilde Caputos hat es hier gegeben. Ich hätte mich dermaßen über ein wildes Caputo gefreut, aber... Feuchtmulch. Ja. Ich wollte mal eben so anmerken, ist mir gerade aufgefallen, 3 der 6 Pokémon, die wir im Team haben, könnte man so auch fangen. Und zwar Beavor, Ratzfratz und Felino. Kann man ganz normal in Soul Silver am Start hier auch fangen. Das ist schon... bisschen lame, würde ich mal sagen. Man bedenkt, wir spielen mit random Pokémon. Aber egal. Das Gekka-Board, deshalb bin ich immer noch sauer ein bisschen. Satoru mit einem Dratini. Los, Beavor, zeig uns deinen allmächtigen Zertrümmerer. Du bist zumindest hart, also machst du mit dem Zertrümmerer relativ guten Schaden. Ah, Donnerwelle, bitte nicht. Komm, nix, du schaffst das. Du haust ihm voll auf die Omme. Ich bin übrigens so gespannt, was die Kimono Girls Pokémon haben werden.
Normalerweise haben sie ja die Evolis, aber die haben sie ja diesmal höchstwahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht. Und ich muss sagen, die Evolis sind schon stark. Ich habe Angst, dass da irgendwas Heftiges rauskommt dabei. Haben zwar, glaube ich, alle dieselbe Base, aber ich bin so gespannt, was da rauskommt. Hoffentlich was Leichtes zu besiegen für mich. Aber so weit sind wir noch nicht, davon wollen wir noch gar nicht reden. Bis wir da sind, dauert es noch ein paar Tage. Dam 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 dam, ein Habitat-Tag. Aber davon muss ich sagen, ich liebe die Melodie. Also die Musik in Soul Silver und Heart Gold. Genauso wie in Gold, Silber und Kristall, es waren einfach wunderschöne Melodien. Stimmt, das ist das Troll-Item, wo man denkt, es ist auf der Seite, aber da wäre es auf der anderen Seite. Und ein wildes Shinnok. Wieso Shinnok? Das heißt Shinnok. Bist du schlecht? Ja, ich bin schlecht. Ich gebe es ja zu, aber trotzdem. Mann. Dum, dum, tschüss, Shinnok. Hau ab. Hau ab. Wieso bin ich da rangerannt? Ich weiß nicht. Egal. Es ist nichts passiert. Ach ja, und ich war oft genug heilen, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Das konnte sich, glaube ich, von selbst erklärt haben, wenn ich trainiert habe. Also, ja, egal. Ich gehe langsam. Wir kommen Falke mal näher. Wow. Du kannst fliegen. Du kannst fliegen. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, wir kommen Falk immer näher. Das heißt, wir erreichen bald unseren zweiten Ort und danach kommt schon Bianca. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Lust auf Bianca. Keuch, keuch, ich habe endlich aus der Höhle geschafft, genau. Ist das jetzt eigentlich eine... Jetzt halt mal die Klappe, eine neue Route oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Route 33, ja, ist eine neue Route. Das heißt, wir dürfen hier dann auch gleich ein neues Pokémon fangen. Das heißt, ich schalte mal mein Licht an. Ha! Ich wollte gerade sagen, das Licht geht doch mal an. Fahr mal einen Ständer aus, hätte ich jetzt fast gesagt. Auch wenn es nicht mein Ständer ist. Route 33. Ja doch, Biber darf schwächen. Und wir bekommen ein Tanzer. Ein weibliches Tanzer. Ich brauche noch einen Pokémon-Namen. Erstmal sie gucken, dass sie überlebt. Hat schon so was Ähnliches wie Schaden getan. Ja. Davor hatte ich nämlich die ganze Zeit Angst. Genau davor hatte ich Angst. Ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, denn... Au, kein Tanzer. Lass mich fliehen, egal was es ist. Lass mich fliehen können. Davor hatte ich Angst, dass es Pum macht. Ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, wenn ich dann gehofft habe, dass es dann nicht macht, aber es hat es trotzdem getan. Nix, du kannst fliehen, oder? Ja, danke. Ja. Azalea City. Was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Lass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Der Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich einfach in Frieden. Bams! Voll ins Gesicht getreten. Hässlicher Team Rocket-Mitglied. Hässlicher Team Rocket-Mitglied, ja. Bibor, wir heilen dich mal. Dum, 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 dum. Und ich werde auch gleich hier mal so anfangs mit den Typen hier drin quatschen, da ich die mir zu viel labern. Ja, Apfelkorken. Korken vor allem, ja. Das ist, ja. Das wird, dazu kommen wir später noch zu Apfelkorken. Ja. Gut, danke. Komm, Schwester Troy, heil mein Pokémon. Was ich noch sagen wollte, heute ist Donnerstag für euch. Genau. Ja, heute ist Donnerstag für euch. Dann. Nee, das noch nicht. Was ich vorhabe, ist nämlich, ich habe am 30.08. Geburtstag. Und da habe ich mir vielleicht gedacht, irgendein ultra specialiges Special-Video rauszuhauen. Aber ich habe noch keine
Idee, was deswegen. Das habe ich zwar jetzt erwähnt, aber das ist keine feste Zusage. Wenn mir nichts einfällt, kommt nichts. Wenn mir was einfällt, was vielleicht cool und interessant wäre, dann mache ich das. Aber ich weiß nicht, wie mir dazu was einfällt. An dem Tag wird auf jeden Fall trotzdem ein Part kommen. Es müsste unter der Woche sein, also müsste es rein theoretisch ein Pokémon-Part sein, wo kommt. Dreschpflege. Ich glaube, es müsste ein Pokémon-Part sein. Wartet, ich guck kurz nach. Das war das Falsche, das ist der Kalender. Es ist ein Mittwoch. Also wie gesagt, vielleicht, wenn ich dran denke, mir irgendwas Spannendes einfällt, mache ich irgendein specialiges Special. Wenn nicht, dann nicht. Mit dem Special ist jetzt nicht gemeint von wegen, ich mache, keine Ahnung, ein 7-Stunden-Video, in dem ich meine Lebensgeschichte erzähle. Das habe ich eigentlich weniger vor, aber vielleicht fällt mir irgendwas doch noch relativ Cooles und Interessantes ein, was ich machen könnte. Aber wie gesagt, das erfahrt ihr dann frühestens am 29. August. Allerspätestens, sagen wir so. Allerspätestens am 30. falls das Video kommt oder falls nicht. Es wird auf jeden Fall ganz normal um 19 Uhr ein Part von Pokémon rauskommen. Dann sind wir schon ein Stückchen weiter. Und falls dann irgendwas ist, kommt es um 21 Uhr. Ja, ich habe mir das so überlegt, wenn ich irgendwas zusätzlich mache, kommt es immer um 21 Uhr raus. Und das werde ich auch so tun, als wenn einfach nur mal gucken am Abend um 21 Uhr, ob da noch was kommt. Wenn was kommt, dann habe ich es geschafft, irgendwas auf die Beine zu stellen. Wenn nichts kommt, habe ich es nichts geschafft. Genau. Lern sprechen, du scheiß Gesicht. Danke. Ich will nichts sagen, aber wir sind kurz vorm Final Fight. Hätte ich fast gesagt, wir sind auf einem ziemlich guten Weg Richtung Fight. Fight. Kai heißt er, nicht Fight. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt gerade auf Fight komme. Das war der Typ, den ich da vorhin gesehen habe. Der hieß Fight. Aprikokowitz. Ab zum Ollen her. Wer bist du denn? Oh, Pepa, also bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber du musst warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber du, naja. Genau diese Bande schallt jetzt in Fleckmon im Brunnen die Routen ab und schneidet den Routen ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Haltet euch, Fleckmon! Der alte Kurt eilt euch zur Rettung! Ja. Genau so oder nicht anders? Ich will aber ein anderes Pokémon benutzen. Obwohl, nein, ich benutze die 2 Neulingen. Jetzt hat er so lange nichts machen dürfen, jetzt darf er mal zeigen, was in ihm steckt. Vulcanius meine ich damit. Ja, du kannst mir helfen. Pokebälle kaufe ich mir nochmal 2 Stück. Habe ich wieder 10 Stück. Tränke. Kann ich mir da 6 Stück leisten? Nein. Dann kaufe ich mir einen Trank. Ich habe sowas von kein Geld mehr. Gegengift habe ich noch. Paraheiler habe ich auch. Genau. Gut, dann spare ich weiter Geld. Dankeschön. War alles. Dürft mich gehen lassen. Psch, 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 psch. Immer so allgewaltig. Und ab in den Fleckmonbrunnen, wo wir uns auch ein neues Pokémon fangen dürfen. Das sieht man schon. Mit ihm rede ich jetzt nicht. Der erzählt nichts Spannendes. Wir suchen uns hier erst ein Pokémon. Bevor wir da oben in den Kampf stürmen. Danke. Und für den Fleckmonbrunnen bekommen wir ein Zubat. Ja, geht. Es ist männlich. Überlebst du einen Kratzer? Ja, aber kein zweiten. Den überlebst du aber noch. Muss ich doch. Ey, Vulcanus. Stop howing yourself.
Soll nicht töten. Danke. Jetzt hatte ich ihn. Jetzt hatte ich ihn nicht mehr. Ich hitte ihn nicht mehr. Dass seine Verteidigung, glaube ich, zweimal schon gesenkt wurde. Und das will ich nicht riskieren. Dass ich ihn töte. Denn auch wenn Zubat nicht zu meinen Lieblingen gehört. Aber ich brauche Pokémon. Ich brauche dringend Pokémon. Ich hätte gerade einen Namen für dich. Genau. Und wir haben es, das heißt, der Name ist gestrichen. Ein Eintrag für Zubat wird in Dex erstellt. Es kann sicher im Dunkeln fliegen, da es sich mittels Ultraschallwellen perfekt orientieren kann. Und du, mein lieber Freund, bekommst den wunderbaren Namen. Hermes, der Götterbote, und gleichzeitig ist es der Gott der Diebe, des Handels und der Reisenden. Also ist eigentlich eine zwielichtige Gestalt, Hermes. Nicht so nett, wie er mal dargestellt wird, und ja, egal. Ich habe mich dafür entschieden, weil Zubat sieht so ganz nach diesem Vertreter aus, so ich klau dir mal was, wenn du es liegen lässt. So ganz alle, wo, wie heißen die Vögel? Nein, das macht kein Specht, das macht eine Elster. Ein Elster klaut. Clown-Gegenstände. Step oder sehr effektiv? Step oder sehr effektiv? Sehr effektiv. Sollte mehr Schaden machen. Kommt auf 60, wenn ich mich nicht täusche. Wow, fast ein One-Hit. Ja, ja. Haul dich hoch, genau. Sehr effektiv. Ist tot. Wir sind schon fast bei 17 Minuten. Ich muss schon was wieder schon losmachen. Ich will nicht. Ich kann kein 30-Minuten-Part aufnehmen. Jetzt können wir gucken, wie viel Schaden mache ich mit der Glut. Glut. Ah, seht ihr? Step ist nicht unbedingt besser. Man muss immer alles beziehen. Den Spezialangriff von... Warst du nicht sogar noch hart von Kanus? Ich weiß es nicht. Ich kann nachgucken. Jetzt sehen wir, was höher ist. Spezialangriff oder Angriff? Da gibt auf jeden Fall mehr Spezialangriff dazu. Der Spezialangriff ist besser. Also, ja... Trotz Step war es nicht besser. Und ihr beide kommt jetzt nach hinten. Ihr habt genug gekämpft und Artemis und Poseidon sind dran. Saturn und Minerva warten noch ein bisschen. Ich finde es vor allem lustig, Saturn und Minerva entwickeln sich beide auf Level 20. Das ist immer noch irgendwie... Die haben sich perfekt gefunden. Eine Eneko. Ja, da werden Fleckmann die Roten abgeschnitten und nicht Eneko. Alter, Mann, nicht einmal die Items halten sich an die eigene Logik vom Spiel. Samurzel. Artemis, das kann Geduld, das weiß ich. Ladevorgang. Wenn es jetzt Geduld einsetzt, dann mache ich Silberblick nochmal, dann nochmal Ladevorgang. Wenn es jetzt nicht Geduld einsetzt, dann greife ich an. Weil dann haue ich ihm jetzt einen sehr, sehr starken Funkensprung ins Gesicht. Ich habe den Wahlschall vergessen. Ja. Ich habe den Wahlschall vergessen. Ja, das nennt man Fail. Ich... war irgendwas? Ich weiß nicht. Oh, wow, Critical Hit. Tschüss, Samurzel. Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Was hast du gesehen? Nein, das war... Das schneide ich raus. Das Pokémon einfach tot. Und fertig. Ich kann es eigentlich mit zurückwechseln müssen, damit ich es perfekt schneiden kann. Egal. Ich wechsle dich wieder aus, weil du kannst, glaube ich, absorbern. Das gefällt mir eigentlich nicht, wenn ich ein Wasser-Pokémon drin habe. Das heißt, Artemis los. Artemis. Bei Artemis denke ich mal, ein atemloses. Ach, mein Kopf immer kaputt. Bedrower. Tackle macht wenig Schaden. Wow, 3. Funkensprühen. Wie konnte ich den Wahlschall vergessen? Ich wollte es gerade sagen, Antikum den Sporen wird auch noch dazu. Also. Ha, du bist aber paralysiert.
Paralysiert. Funkensprung. Ich habe eine Verteidigung schon gesenkt, gell? Nein, das Waffen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin gerade irgendwie nicht auf meiner Höhe. Ne, überhaupt nicht. Ei, hör auf mich zu critten. Artemis, bitte, 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 triff doch mal wieder. Bevor sich jetzt wieder ganz nach oben heilt. Hau ihm ins Gesicht! Bam! Fast! Hau ihm ins Gesicht, Artemis! Gut gemacht. Danke. Genau. Ich raste aus. Busseilen. Gut. Naja, Leute. Ich beende hier aber den Part. Ich werde offscreen ganz kurz rausgehen und mein Team heilen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part hier wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Bye.